Diese Sendung wird unterstützt von Jürgen Bauer, Jörg Begler, Jürgen Kroll von ecofiesta.de, Reinhold Schneider, Steffen Taft, dem Sonnendoktor, Stefan Philipp vom Verein zur Förderung erneuerbarer Energie Sonnenwende Augsburg Süd e.V., Daniel Münnemann, Guido Michael und Ludger Konrad Albers. Vielen Dank dafür. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Dieses Bild, das ich Ihnen zeige auf diesem Buch, das ging vor 40 Jahren um die Welt. Es zeigt die Rettung von Flüchtlingen, damals nicht im Mittelmeer wie heute, sondern im südchinesischen Meer. Und gerettet wurden viele dieser Flüchtlinge von dem deutschen Rettungsschiff Kap Anamur. Damals kam Rupert Neudeck, ein recht junger Journalist, in unsere Redaktion Report Baden-Baden und sagte, ich kann die Bilder im Fernsehen nicht mehr sehen. Eine Viertelmillion Menschen waren bereits ertrunken. Sie waren auf der Flucht vor einer kommunistischen Diktatur in Vietnam. Abend für Abend haben wir diese Bilder gezeigt und dieser Journalist Rupert Neudeck kam und sagte, wir müssen was tun. Wir haben reagiert, wir Journalisten immer reagieren in einem solchen Fall und haben gesagt, wir können berichten, aber wir können doch nichts tun, wir sind ja nur Journalisten. Und er hat gesagt, wenn es um Leben und Tod geht, müssen wir auch was tun. Ich werde ein Schiff chartern. Und da habe ich gefragt, das, was man so fragt in einer solchen Situation, wie willst du denn das bezahlen? Dann sagt er, keine Ahnung, vielleicht verpfände ich unser Häuschen. Er hat es dann nicht verpfänden müssen, denn wir haben ihm 3 Minuten gegeben in Report, damals Report Baden-Baden live. Er erzählte seine Idee, er wolle Flüchtlinge retten mit einem Schiff, aber das kostet Geld und er bittet um Spenden. Und die Zuschauer haben innerhalb von wenigen Tagen weit über 1 Million Mark damals gespendet und er konnte loslegen. Sein Lebensmotto hieß, er war Jesuitenschüler, nie wieder feige sein. Das war seine Antwort auf die Hitlerei und den Holocaust. Nie wieder feige sein, nie wieder einfach zuschauen. Dieses Schiff, dieses Rettungsschiff Kap Anamur hat schließlich 11.300 Flüchtlingen, Boat People, im südchinesischen Meer das Leben gerettet. Heute ist sein Sohn Marcel Neudeck hier. Du warst damals 5 Jahre alt, Marcel. Wie hast du denn diese Aktion in Erinnerung? War da alles Kopf gestanden zu Hause? Der Vater war weg und du hast im Fernsehen gelegentlich ein Schiff gesehen. Wie war das? Obwohl ich die Frage schon so oft beantwortet habe, frage ich mich das selber immer auch. Für uns war das ja normal. Rupert war nie lange weg. Rupert war immer nur kurz weg. Aber regelmäßig. Also eigentlich war er eine Woche da, eine Woche weg. So erinnere ich mich. Und Christel, meine Mutter, war immer da. Und wir hatten dieses Reihenhaus. Und in Troisdorf, das war ein Familienunternehmen, genau. Das Ganze muss man immer sagen. Ja, wenn man ja, Robert genau, Neudeck ja. sagt, Familienunternehmen. Christel und 3 Kinder, 2 Schwestern und du. Ja. Genau, also ob wir jetzt so integralster Bestandteil des Unternehmens waren, weiß ich nicht, aber es war bei uns zu Hause. Also, und wir sind da Kinder gewesen. Und wie Kinder so sind, das, wo sie groß werden, ist das, wo sie groß werden. Man stellt das ja nicht in Frage. Ich habe mich ja nie gefragt, wie es bei den anderen ist. Obwohl es bei denen anders war. Bei denen durfte ich zum Beispiel amerikanische Vorabendserien gucken. Hart, aber herzlich und sowas. Das durfte ich zu Hause nicht. Und deshalb bin ich rüber zu Steffi. Aber das wurde geduldet. Vielleicht wusste es Christel sogar. Aber das war eine ganz beglückende, schöne Kindheit und Jugend, weil immer viel los war. Und weil das tatsächlich die Zentrale war in unserem Wohnzimmer, waren ja auch die Treffen dann da, wenn neue Mitarbeiter gesucht wurden. Wer geht jetzt schnell da und da hin, weil da ist die Not groß, da muss jetzt jemand schnell hin. Dann stellten sich da ja ein Haufen Leute bei uns vor. Und die waren ja alle ganz, ganz spannende, aufregende, interessante Menschen. Und die waren auch
ja, die auch aus Kindersicht. Die haben da kostenlos geholfen, die haben ihren Urlaub geopfert für diese Arbeit. Zunächst auf der Kap Anamur, dann aber auch in vielen Ländern der Welt, über 50 Länder, habt ihr humane Projekte gemacht, humanistische Projekte gemacht, ja, im besten Sinne des Wortes, Menschen geholfen. Jetzt wurde 40-Jähriges gefeiert. Ja. Und da wurde so eine Summe, eine Bilanz gezogen. 40 Jahre Kap Anamur. Ich habe gelesen, 25 Millionen Flüchtlingen hat diese Organisation, diese ganz private Organisation geholfen, sie medizinisch oft versorgt, 2 Millionen Kinder geimpft und Zehntausenden das Leben gerettet. Und ausgegangen ist das Ganze von der Aktion durch deinen Vater und das, was er uns damals in Report erzählt hat. Wie ist es denn so, wenn du heute Menschen begegnest, denen dein Vater das Leben gerettet hat? Was sagen die dir? Also so viel sagen die gar nicht. Aber ich merke schon, dass da ja eine große Dankbarkeit ist, zuweilen auch eine fast so was Ehrfürchtiges, weil das ist ja auch seltsam. Hm. Also ich kann mir das ja, vielleicht ist uns allen schon mal das Leben gerettet worden, aber wenn es so konkret ist, also ich erlebe das, ich bin aber fast nicht in der Lage, die Frage zu beantworten. Also obwohl ich vorgestern, Samstag, war ich mit Christel noch auf einem Fest der Vietnamesen, die haben ein Denkmal für Ruppert gemacht bei uns in Troisdorf, in unserer Heimatstadt. Und da habe ich eigentlich genau die Situation erlebt, wo du jetzt wissen willst, wie das für mich war, und ich kann es dir nicht beantworten. Man wird damit jetzt auch nicht überladen oder sowas. Aber die haben eine tiefe Dankbarkeit, die wollen das in eigentlich einer zurückhaltenden Form aber auch ausdrücken. Wo ich manchmal denke, ich weiß gar nicht, Ruppert wollte ja immer, wenn jemand sagte Danke, direkt die Hand nehmen und sagen, ja, dann müssen wir auch was tun, ne? Ja. So, also sofort in die nächste Bewegung. So. Vielleicht kann ich deshalb auch die Frage schlecht beantworten, weil ja nun mal Ruppert in seiner sterblichen Hülle nicht mehr bei uns ist. Und wir ihn sehr, sehr, sehr vermissen. Also und gerade auch diese Energie immer nach vorne. Wir sind jetzt gerade, wenn ich solche Fragen höre, sind wir eben seit 2-3 Jahren ohne Ruppert in der Rückschau oft. Und das wollen wir gar nicht sein. Mhm. Also das ist für Christel, glaube ich, nicht einfach. Und ich erlebe es auch so, obwohl ich habe ein anderes Leben hier in Berlin. Aber wenn ich dann da bin und so, merke ich plötzlich, erzählt man so alte Geschichten wieder. Mhm. Und Ruppert hatte immer diese wahnsinnige tolle Gabe oder Überzeugung, glaube ich auch, das ganze Alte direkt fürs Neue zu nehmen. So. Hm. Ein wahnsinniger Motor, der das ja direkt wieder, das war alles, also diese ganzen Reden, diese Veranstaltungen, die waren alle gut, weil damit konnte man wieder ein paar Mark 50 zusammenkriegen für die nächste Aktion. Und vielleicht sind wir da auch in der Pflicht und scheitern daran ein bisschen oder sowas. Aber ich denke da so dran. Ich will dir mal eine Begegnung sagen, die mich zu Tränen gerührt hat. Ihr habt ja immer diese Jubiläen genutzt, oder die Vietnamesen, die geretteten Boat People, 5 Jahre Kap Anamur, 10 Jahre, 15, 20 und jetzt 40 Jahre. 35 Jahre Kap Anamur hatte mich Ruppert gebeten, in Hamburg am Hafen eine Rede zu halten auch. Und da standen, ich weiß nicht, 2.000-3.000 gerettete Boat People. Und die haben gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wolfgang Schäuble war dabei, ich glaube damals Innenminister noch. Und der hatte Tränen in den Augen. Mhm. Ich hatte auch Tränen in den Augen. Weil das war so ein grandioses Beispiel gelungener Integration in einer Zeit, wo doch so gegen Flüchtlinge gehetzt wird. Und das sind Unmenschen, die sollen zurück, die sollen bleiben, wo sie herkommen und so. AfD, diese Sprüche wieder. Und die alte nationalistische Chose kommt da wieder hoch. Mhm. Habt ihr damals da auch was gespürt, vor 40 Jahren, als ihr den Boat People geholfen habt? Ihr habt ja über 11.300 auch nach Deutschland gebracht. Ich war mit Ruppert oft bei Ministerpräsidenten, weil kaum noch einer Flüchtlinge aufnehmen wollte. Hm. Und wir haben immer wieder die Ministerpräsidenten dazu gebracht, dass sie, Ernst Albrecht zum Beispiel, wieder mal 1.000 weitere aufgenommen haben. Hm. Habt ihr damals in eurer Familie etwas gespürt von diesem Ausländerhass, den man heute gelegentlich spürt?
Habe ich den, also ich ehrlich gesagt, ich habe so viel begeisterte Fröhlichkeit in dieser Familie gespürt, dass ich wirklich, also was negative Energie, es gab mal so Hassbriefe oder sowas. Also Christel hat das auch manchmal erzählt, dann jemand hat tatsächlich mal es geschafft, in ein Postpaket reinzuscheißen und uns das zuzuschicken. Und das war für den aber, glaube ich, so hat Christel das auch immer berichtet, das war für den mühsamer, das zu verpacken, als beim Auspacken zu merken, dass man das besser schnell zur Mülltonne bringt. Und also so Drohbriefe oder sowas gab es schon, aber das habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Ja. Und von Nachbarnkindern bist du nicht gehänselt worden, dein Vater mit seinen Flüchtlingen? Also ich habe sowas auch erlebt, dass mal jemand so Witze machte, auch in den letzten Jahren so, wo man so plötzlich so haha, so auch so im erweiterten Freundeskreis bei einer Geburtstagsfeier oder so kommt dann plötzlich in den letzten mal, Jahren mehr ja, als vor 40 Jahren? Mehr will ich gar nicht sagen, weil es ist so wenig tatsächlich, dass ich diesen ein, zwei, drei Sachen, an die ich mich erinnere, diesen dreien überhaupt nicht zugestehen will, da irgendwie repräsentativ für irgendwas zu sein. Aber doch, ich merke natürlich auch, wie wenn so ein Zeitgeist Fragwürdigkeiten, wie wir sie zurzeit erleben und ich hab, vielleicht macht das jetzt gar keinen Sinn, aber ich habe gerade ein Buch über Wolken gelesen, wie sich Wolken bilden. Und du brauchst immer Kondensationskerne, damit sich neue Wolken bilden oder sowas. Das Bild, da muss ich zurzeit oft dran denken, wie plötzlich man das Gefühl hat, irgendwo entsteht ein Kondensationskern und dann zieht der auch Sachen an. Umgekehrt damals genau andersrum. Da kommt so ein verrückter Rupert Neudeck zu dir in die Show. Du blendest eine Kontonummer ein und plötzlich, das würde ich auch, also da musste ich dran denken, das ist wie ein Kondensationskern, wo plötzlich viele, die dieses Gefühl vielleicht schon hatten, sagen, endlich hat mir jemand mal so die Klinke in die Hand gegeben und jetzt kann ich durch die Tür durchgehen. So. Und natürlich habe ich auch so ein ungutes Gefühl gerade, wohin sich das entwickelt, wenn da so ein Mann plötzlich gewählt wird, der offensichtlich andere Probleme hat und irgendwie von poetischer Politik fabuliert. Und ich denke, man muss ja nicht alles schlecht reden, aber es hatte schon gute Gründe, dass wir Politiker, die das in so einem selbstbefriedigenden Maße erleben, irgendwie nicht mehr wollten, sowas. Mhm. Also, aber tja. Es ist ja auch vielleicht ist das ja auch, wenn ich denke ja viel doch über meinen Vater nach, weil das war schon eine ungeheuer kraftvolle Figur, ja. Kann man sagen, ja. Kann man sagen, ne? Ja, weiß wirklich, Gott. Also weiß Gott, genau. Und vielleicht weiß das sogar, genau. Und deshalb, ich hatte eine Idee, als ich gerade auf dem Fahrrad hier hinfuhr, ja, und ich wusste ja, dass wir haben so Oberthemen Lebensrettung. Habe ich irgendwo in der E-Mail, die dir dein Assistent mir geschrieben hat oder sowas stand. Und dann dachte ich immer so, ja, da geht es immer um so. Das Helfen und wie erlebt man das Helfen? Und das Helfen ist was ganz Tolles. Das habe ich selber in meinem Einsatz für Kapanamo in Sarajevo erlebt. Das macht ungeheuer glücklich. Das ist was ganz Schönes. Das ist nicht nur ein Opfer. Du warst auch auf der Kapanamo? Auf der Kapanamo nicht. Aber ja. Ich war dann als junger Mann mal in Sarajevo kurz nach dem Krieg und habe so am eigenen Leibe erlebt, dass es wenig Sachen auf der Welt gibt, die noch schöner sind, als für so eine Organisation in so einem Krisengebiet zu erleben, dass man morgens aufstehen kann und was tun kann. An Orten, wo das ganz großen Sinn macht. Deine Mutter hat mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, warum macht ihr, die ganze Familie war ja eingespannt bei euch, warum macht ihr das, diese humanitäre Arbeit? Dann hat sie gesagt, oder auch Rupert hat es öfter gesagt, weil wir nicht allein glücklich sein wollen. Diese Arbeit hat euch in der Familie auch glücklich gemacht und zusammengehalten. Habe ich das richtig mitgekriegt von außen? Hast du bestimmt richtig mitgekriegt, wie ich ja auch immer so froh bin, wenn mich Leute fragen, sag mal, der Rupert, es sah ja im Fernsehen immer alles so asketisch und toll aus und leidenschaftlich, aber zu Hause war der bestimmt ganz schlimm und ich immer wirklich sagen durfte, nee, so wie du den erlebst am Fernseher, ist der zu Hause auch und es ist nicht schlimm, es ist ganz schön. Aber der Spruch, den du gerade gesagt hast, mit dem nicht alleine glücklich sein, das ist wohl aus Die Pest von Albert Camus. Ein Spruch, wo jemand sich ja entscheidet, nicht wegzugehen, als die Not sehr groß wird. Ein Arzt und der, ich glaube, der Satz heißt, man muss sich nicht schämen, alleine glücklich zu sein. Nee, man muss sich nicht schämen, glücklich zu sein, aber man kann sich schämen, wenn man es alleine ist. Und ich muss zurzeit ganz oft daran denken und auch ganz oft an Rupert, weil ich habe gerade so entschieden, noch mal einen anderen Beruf zu erlernen. Ich werde gerade Grundschullehrer. So, ich will damit nicht kokettieren. Andere machen das schon ihr Leben lang. Die machen das viel toller. Aber ich bin gerade so in den ersten Anfängen und habe endlich mal so, ich fahre da immer zu so einer Grundschule. Du hast Filmregisseur gemacht bisher. Genau, ne? Ja. Und jetzt fahre ich da hin und
Das ist eine Schule, wo wirklich Lehrermangel sehr groß ist hier in Berlin und wo es auch nicht so einfach ist und so. Und ich erlebe, dass ich da hinfahre und anfange und dann wird man auch gebraucht, das ist was sehr Schönes, ja, gebraucht zu werden. Und dann passiert etwas, wo ich an Ruppert denken musste, nämlich, wenn man das erlebt und durch das Tun das erlebt, dann kommt man so in eine Pflicht und Verantwortung rein. Und aus der kommt man nicht mehr raus. So. Also hoffentlich nicht. Das wäre ja gut. Ne? Und das ist eben, wenn man nur drüber redet, dann passiert das nicht. Das Reden alleine reicht eben nicht. Und ich habe mich selber mal gefragt, der Ruppert hatte, ich habe ja den Ausschnitt, wo ihr beiden da bei Report Baden-Baden wart, auch in meinem Leben mehr als einmal gesehen. Ja? Ja. Und dann dachte ich, okay, der hatte diese fixe Idee, wir machen ein Boot, da gab es irgendwelche Franzosen, die wollten das auch. Und dann habt ihr das gemacht, du hast die Kontonummer eingeblendet, dann waren ein paar Millionen da. Und dann dachte ich, okay, das ist ja eine tolle Absicht, dann macht man das. Aber irgendwann ist diese Zeit ja auch vorbei und dann geht man zurück in seinen journalistischen Beruf und macht vielleicht wieder schöne Features über Sokrates oder sowas. Und aber das war ja offensichtlich nicht der Fall. Die haben ja damit angefangen und nicht mehr aufgehört. Und als der Ruppert mit Kapanamur irgendwann aufhören wollte, hat er, so wie ich mich erinnere, am gleichen Tag noch abends eine neue Hilfsorganisation gegründet. Vielleicht war ein halbes Jahr dazwischen. Aber er konnte davon nicht mehr lassen. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum konnte er davon nicht mehr lassen? Und das ist der Gedanke, wenn ich jetzt manchmal in dieser Schule bin und merke, man wird gebraucht und man lernt die Leute kennen. Dann kann man nicht mehr lassen. Dann kann man nicht mehr lassen. So, aber das kann man eigentlich, also ich habe es jetzt in Worten versucht, aber eigentlich kann man das in Worten nicht erklären. Weil das dafür ist. Das muss man erleben. Das muss man erleben, das muss man tun. Und der Ruppert hat mal, ich werde jetzt alles los, was ich dir sagen wollte, ja. Ja. Der Ruppert hat mal das eigentlich so fast beiläufig, so in sein Bart genuschelt, neben mir stehend, vor 15 Jahren, 20 Jahren, weiß ich nicht mehr, gesagt: Vielleicht sind Worte ja doch für was gut. Und dann dachte ich so, ich war ganz irritiert. Das habe ich so, er hat das mehr zu sich gesagt. So, ich weiß gar nicht, worüber wir geredet hatten, weil der hatte nur wirklich mehr als ein Bücherregal. Ja, da quollen ja die Bücher raus und egal welches du aufmachst, bis zur letzten Seite sind da Striche drin. Ja. Also der hat die auch noch alle gelesen. Ja, und sein Beruf war es ja auch. Er hat ja mit seiner Stimme quasi die Leute animiert, Geld zu geben für diese Sache oder sowas, für das Gemeinsame, was man dann tut. Und dass der skeptisch gegenüber Sprache ist, das war für mich eine totale Überraschung. So. Aber ich komme jetzt mit 45 Jahren immer mehr auf den Trichter, so zu meinen, zu verstehen, worum es da geht. Ich will noch mal auf euer Wohnzimmer kommen. Das ist ja, also wenn mal die Geschichte deutscher Wohnzimmer geschrieben wird, ja, muss euer Wohnzimmer an erster Stelle stehen. Das aber ist andere ja, auch, ja. Das ist ja eine unglaubliche Zentrale gewesen. Ich habe das ja gelegentlich auch mitbekommen, wenn ich euch besucht habe. Da saß die Christel, deine Mutter, und hat mit den Leuten geredet, die sich beworben haben, da bei Kap Anamur mitzuarbeiten, und musste dann auch auswählen und hat das Ganze gemanagt. Ruppert hat dann immer gesagt, die Königin von Kap Anamur ist meine Frau Christel und die Entscheidende, nicht ich. Ich hilf da ein bisschen dabei. Das war für euch Kinder ja auch eine tolle Schule, diese Menschen kennenzulernen, hast du schon gesagt, diese engagierten Menschen, die helfen wollten und dann auch auf der ganzen Welt geholfen haben und natürlich auch mitzukriegen, wie so etwas organisiert wird. Deine Mutter musste ständig auch mit der Politik verhandeln, Ruppert auch, denn es hat ja nicht nur gereicht, mit einem Schiff die Menschen zu retten, sondern sie mussten ja auch hier aufgenommen werden und das war immer eine politische Aufgabe. Denn Ärzte, die für euch gearbeitet haben, die brauchten Visa, um dorthin zu kommen in die fremden Länder. Für die musste eine Menge organisiert werden, damit die vielleicht zu Hause ihre Praxis weiterlaufen lassen konnten und so etwas. Und das alles ist gemanagt worden von eurem Wohnzimmer aus. Und ihr Kinder, deine beiden Schwestern und du, Milena und Yvonne und Milena. Und Yvonne, ja. Und Milena, die waren da dabei und es war ein Familienunternehmen. Hat euch das auch, hat man ja schon gemerkt, bei dem, was ihr jetzt erzählt, das geprägt, deine Schwestern sogar sehr, dass sie bis heute wohl dabei sind bei der Organisation Kap Anamur und Grünhelmen. Also genau, Yvonne ist bei den Grünhelmen, ja. Milena ist im Lehramt. Auch Yvonne von ihrem Wohnzimmer aus, ne? Wie ihr das zu Hause gemacht habt. Genau. Die Wohnzimmertradition bei Neudex bleibt erhalten. Na gut, wir müssen das, was bleibt uns übrig. Ja? Ja. Also das ist ja fast schon billig. Ja. 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 Soll sich mal ein Büro nehmen, genau. Ja. Nee. Ich weiß jetzt gar nicht, stimmt alles, was du sagst? Was war die Frage? Ich habe es vergessen. Die Frage war,
Also mich erinnert, wenn ich will jetzt versuchen mal, dass wir das mit der heutigen Flüchtlingssituation vergleichen. Es gab ja damals Vorwürfe, die waren aus der politischen Ecke, die waren ganz ähnlich. Also so ein Schiff hat ja einen Pull-Effekt. Das heißt, so ein Schiff zieht ja die Flüchtlinge erst an. Also die Salvinis von heute, ja, dieser schlimme italienische Innenminister, der Menschen anklagt, wenn sie Flüchtlinge retten. Ja. Also du wirst angeklagt und Italien unter Umständen verurteilt, wenn du Flüchtlinge rettest, die Kapitänin Rakete und einige andere. Ja. Ähnliche Vorwürfe gab es damals. Da gab es in Bayern einen Politiker, Stoiber, der hat meinem Intendanten geschrieben, wenn ihr mit eurem bösen Report da animiert, dass die Leute Geld geben und ein Schiff finanziert wird, dann werden ja die Flüchtlinge erst animiert, aufs Meer zu gehen. Ihr seid schuld, dass die fliehen. Oder ein Holger Börner in Hessen, SPD, der eine CSU, der andere SPD, das ging parteipolitisch querbeet, hat auch gesagt, das Schiff zieht doch erst die Flüchtlinge an. Hm. Argumente, die man heute wieder hört. Wie geht es dir, wenn du so etwas hörst? Also erstmal versuche ich ganz zurückhaltend mir zu überlegen, ob da was dran sein könnte. So. Und also weil ich habe gerade so ein spannendes Buch gelesen über Wirtschaftstheorien, die von Adam Smith, die unsichtbare Hand, ja. Also eigentlich die unsichtbare Hand des Marktes. Die unsichtbare Hand des Marktes. Alle sind egoistische Arschlöcher und am Ende haben wir die beste medizinische Krankenversorgung aller Zeiten, weil die sich gegenseitig so hochschaukeln in ihrem Bestreben, für sich das Beste zu kriegen und das meiste, dass die noch einen besseren Röntgenapparat gebaut haben. Oder so. Also offensichtlich haben wir so schizophrene Effekte in der Menschheitsgeschichte, dass nicht immer, wenn alle was Gutes wollen, was ganz Gutes dabei rauskommt und nicht immer, wenn alle nur Schlechtes wollen, am Ende alles Mist ist oder sowas. Also das finde ich sehr beeindruckend und an sowas muss ich dann denken oder sowas. Ich glaube nur, dass derjenige, der sich auf eine Nussschale setzt und wirklich ein paar Kilometer aufs Meer raus will, ja. Man muss überlegen, damals sind eine Viertelmillion ertrunken. Also da haben ganz wenige von den 11.300, die wir da in Deutschland schließlich integriert haben, ist das Glück gehabt, so ein Schiff dann zu erwischen. Ja. Also bei über 90% hat das nicht funktioniert, hat selbst nicht. Wenn sie deswegen wegen eines Schiffes... Die kommen nicht vorbei und bedanken sich. Klar. Also aus dem Jenseits vielleicht, hättest du mich mal gerettet oder sowas. Also ich finde das Argument... erstmal schwach, also so. Weil es auch, ehrlich gesagt, wie ich gerade gesagt habe, das ist ja auch nur verbal. Also, und das war ja das Besondere für mich an diesem Erlebnis des Tuns, für was Ruppert propagiert hat, wir wollen etwas tun, ja? Ja. Und weil ich, wie ich gerade erwähnt habe, gerade wieder ein Studium betreibe, da gibt es einen Linguistikkurs, ja? Da habe ich was Schönes gelernt. Hat uns der Dozent erklärt, die Sprache entsteht eigentlich erst in dem, also Sprache entsteht mit einer Lüge, ja. Mhm. Nämlich wenn jemand plötzlich Lust daran kriegt, immer ganz laut Wolf zu schreien. Mhm. Und alle kriegen Angst und rennen weg. Und er kriegt Lust an diesem Erlebnis, fälschlicherweise Wolf zu schreien. Und da erst hast du Sprache. Mhm. Weil irgendwann merken die anderen auch, sie werden verarscht oder sowas. Also das Sprache entsteht erst auch durch die Möglichkeit der Lüge, sowas. Und auch da musste ich wieder an meinen Vater denken, der mit Sprache sich ja nur wirklich auskannte, so. Und vielleicht, darum musste ich dann auch wieder denken, vielleicht hat er das gespürt. Vielleicht hat er gespürt, wenn wir bei den Worten bleiben, dann ist immer auch die Lüge mit im Spiel. Und man kann sich immer noch mal drehen und wenden und es irgendwie hinbiegen. Manchmal macht es sogar Spaß, dann hat man sogar recht oder sowas. Aber ist es das so? Und um jetzt so einen Gedanken etwas krude noch weiterzuziehen, weil ich am Anfang der Meinung war, dass wieder das Thema Lebensrettung ist oder sowas. Ich habe mal... die Zeit will ich jetzt nutzen. Ruppert hat ja auch immer sich überlegt, was er sagen will und das dann erzählt. Ich mache das jetzt genauso als sein Sohn. Es gibt von Godard einen Film, den habe ich nie gesehen. Der hat aber einen wunderschönen Titel, der heißt Rette sich, wer kann das Leben? Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz guten, schönen Titel. Und ich musste auf dem Weg hier hin zu dir auf dem Fahrrad an diesen Titel denken. Rette sich, wer kann das Leben? Und dachte plötzlich, Mensch, das ist ja der Clou. Der Ruppert hat gar nicht 11.300 Vietnamesen das Leben gerettet. Oder der hat auch nicht 25 Millionen Leute irgendwo medizinisch behandelt. Und der hat auch nicht 2 Millionen gegen die Masern geimpft. Sondern der hat sich selber das Leben gerettet. Ja? Mhm. Das war... Und ich versuche ja immer, also ich mache mir erschreckend oft darüber Gedanken, warum mein Vater so war, wie er war. Und ich komme natürlich nie auf die Lösung. Und die gibt es auch nicht oder sowas. Aber den Gedanken, der hat mir gefallen, dass er das erstmal betrieben hat, um in diesem seltsamen Sein, was wir haben auf dieser Erde,
Wenn Rupert in seinen Büchern, es gibt ja eine ganze Reihe von ihm, wo er beschrieben hat, auch warum er das gemacht hat, hat er immer an die Geschichte des Samariters im Neuen Testament, die Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren erzählt hat, erinnert. Der Samariter, also der von den Räubern geschlagene, lag da. Die frommen Priester gingen an ihm vorbei. Und ein Mann aus Samaria, ein Heide, hat geholfen. Rupert war sehr christlich orientiert. Glaubst du, dass sein Glaube der entscheidende Motor war? Er war ja auch Jesuitenschüler, wollte mal Priester oder Jesuit werden. War das das Entscheidende? Und hat das abgefärbt auf euch? Bist du christlich motiviert? Ja, wie das Beispiel des Samariter schon besagt, wenn man sagt, ich bin christlich motiviert, ist die Gefahr groß, dass gerade ein Heide vorbeikommt und hinter einem dem Bettler hilft. Ja? Also als ich unser Kind in einer katholischen Kita angemeldet habe, habe ich der Direktorin dort gesagt, ich bin katholisch, aber meine Freundin ist, glaube ich, Christin. Die würde das zwar nicht so nennen oder sowas. Vielleicht würde also, Rupert sagen, er war Jesuaner. Ja, er hat da wirklich nicht so drüber geredet. Er ist manchmal in die Kirche gegangen, hatte für mich irritierend aber immer dann so ein kleines Reklambüchlein dabei, weil er in dieser zeremoniellen Ruhe dann heimlich gelesen hat. Ja. Und und bestimmt war er gläubig, obwohl ich mich da auch als Sohn immer gefragt habe, was ist das eigentlich? Und irgendwann habe ich ihn auch mal, jetzt es hört ja keiner zu, dir kann ich es ja sagen, hab ich meinen Papa mal gefragt, sag mal, und du glaubst an Gott? Also so. Und dann hat er wortwörtlich geantwortet, er fände das nicht die spannende Frage, sondern er fände die spannendere Frage, ob man ungläubig sein könnte. Mhm. Und es gibt ja Ungläubige, die sind viel gläubiger als die Gläubigen. In ihrem Atheismus vielleicht. Ja, oder also erstmal können wir ungläubig sein. Also wenn ich jemand frage, so skeptisch, und du glaubst oder sowas, dann setze ich ja damit auch voraus, dass das Gegenteil möglich wäre. Dann sage ich ja, es ist möglich, nicht zu glauben. Und dann fallen mir sofort, dann suche ich nach das Beispiel im Leben. Wo ist denn der gar nichts glaubt? Können wir das als Menschen überhaupt? Wenn ich nicht an meine Freundin glaube, wenn ich nicht daran glaube, dass wir die nächsten Jahre das hinkriegen oder sowas, dass das mit den Kindern klappt oder sowas, oder dass meine Arbeit vormittags in dieser Grundschule, die ich gerade mache, dass die Sinn macht oder sowas. Vielleicht kann mir ja irgendwie erklären, dass das der größte Scheiß ist, den ich da gerade mache. Aber ich muss das doch tun, weil ich daran glaube, dass das gut ist oder sowas. Also deshalb fand ich diesen, und da habe ich auch gemerkt, dass der Philosophie studiert hat oder sowas, sich ein paar Gedanken mehr gemacht hat als ich, und zwar gemacht hat für sich im Sinne seiner Lebensrettung. Also die Frage, kann man ungläubig sein, die finde ich gut. Und ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, aber als er das zu mir sagte, kann man ungläubig sein eigentlich, da habe ich danach gedacht, so habe ich es noch nie gesehen. Ich dachte immer, Glauben ist sowas, was so naiv ist. Ich glaube an den Gott oder sowas. Und plötzlich dachte ich, mit der Frage, kann man eigentlich ungläubig sein, stehe ich ja vor einem Supermarktregal, ja, mit Möglichkeiten zu glauben, ja, wo überall 0 Euro dran steht, aber sie bezahlen mit ihrem Leben. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich halte den Vorschlag zu meinen, da gibt es jemanden da oben, der guckt mir dabei zu, was ich hier unten tue. Für den entscheide ich mich, weil der mir die Kraft gibt, was zu tun. So. Und ich glaube, ist das Blaise Pascal, der mal gesagt hat, die Pascalsche Wette, wenn du, wie ist das nochmal, kennst du die? Hast du mich erwischt, kenne ich nicht. Ja, das ist, wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn nicht, dann verlierst du nichts. Und wenn du nicht an Gott glaubst und es gibt ihn, dann verlierst du alles. Rupert hat mal ein Buch geschrieben, ich will nur noch radikal leben, so ähnlich. Ja. Was hat es denn für euch in der Familie schließlich bedeutet, einen solchen Vater zu haben? Ich will nur radikal leben. Ja, dass der mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und der ist ja auch, ich habe den ja auch in meinen Projekten erlebt. Das war ungeheuer aufregend mit ihm, aber auch sehr anstrengend, weil der eben, wenn der in Afghanistan hörte, in der Provinz Helmand, da geht gar keiner hin, weil da auf dem Weg so viel gekidnappt wird und ab und zu die Kugeln durchs Auto fliegen, dann war dem klar, dass da Menschen leben, zu denen keiner kommt. Also muss man da hinfahren. Und dann wollte der da hin. So. Und
wie ich das jetzt mit Worten nennen will oder erklären will, ob der furchtlos war oder ob der so überzeugt war, dass wenn da die ärmsten Schweine eben die sind, wo gar keiner mehr hin kann und will und sich niemand mehr traut, also muss man sich trauen, dann aber ich habe Ruppert nicht, das ist eben das Komische, ich habe den nicht so als, wie nennt man das, ein Überzeugungstäter oder sowas, hat ja auch immer sowas Manisches, ja, eigentlich schon Verrücktes. Dogmatisch. Ja? Dogmatisch. Und so habe ich den nicht erlebt. So, ich habe beim Film Regisseure getroffen, die haben wirklich ihr ganzes Team schlecht behandelt und allen immer gesagt, ich weiß es besser und du bist doof oder sowas. Und der Ruppert hatte da gegenüber allen, die da mitgemacht haben, auch eine große Toleranz. Der, ich erinnere mich auch, gefordert, aber man durfte dann tun. Ihm so. Mal von Mitarbeitern in einer Fernsehsendung vorgeworfen wurde, er sei sehr autoritär und würde wenig demokratisch abstimmen lassen in seiner Organisation. Und wenn er von was überzeugt sei, dann sei er nicht mehr abzubringen, auch wenn die Mehrheit anderer Meinung sei. Hast du ihn so auch erlebt? Ja, das kann ich schon unterschreiben. Also so, also wenn jemand jetzt der Meinung ist, man müsste erstmal einen Arbeitskreis gründen und 3 Wochen darüber reden und dann müssen sich am Ende alle einig sein oder sowas, dann war das bestimmt nicht das, weil vielleicht dann die Gefahr, dass man zu lange über zu vieles redet, zu groß war. Da hatte der Ruppert, glaube ich, Schiss vor. Das wollte Deine er nicht. Eltern haben ja nach Kap Anamur die Organisation Grünhelme gegründet. Ja. Hing das auch damit zusammen, dass Ruppert, vielleicht auch deine Mutter, die Christel, gesagt hat, wir wollen unser eigenes Ding machen und nicht immer ewig labern zuerst, bis eine Entscheidung fällt. Warum wurde dann die Grünhelme gegründet? Also, so wie ich es erlebt habe, weil die nach lange mit dem Gedanken schwanger gegangen sind, ob man mit Kap Anamur auch mal den Stab übergeben sollte oder sowas. Dann haben sie das getan und ich glaube, dann war das Leben nicht mehr so erfüllt. So, dann wollten sie aber selbst was Neues machen. Dann wollten sie so, wie sie Kap Anamur, die hätten auch Kap Anamur weitermachen können, würde ich im Nachhinein sagen. Aber da war so ein Einschnitt, dann wollte man auch den Neuen das irgendwie überlassen. Man kann ja da auch nicht immer drüber schweben und sagen, der Alte ist immer noch da, ja, so Papa Ante Portas oder sowas. Man muss die auch lassen. Aber der Ruppert, der hatte sich dann kurz in Bonn in irgendeiner Bürogemeinschaft einen Schreibtisch gemietet und wir dachten, der hält jetzt Vorlesungen über Philosophie an der Uni oder sowas. Ja. Aber das wollte der offensichtlich überhaupt gar nicht. Also vielleicht hat er das wirklich mal ein paar Wochen lang versucht und hat sich da an diesen Schreibtisch auch gesetzt, aber der wollte das nicht. Der wollte da musst du wieder raus. Der wollte von unserem Reihenhaus aus oben da in seinem kleinen Arbeitszimmer in die Welt. Und also ich glaube auch, das stimmt. Wenn man einmal mit dem Quatsch anfängt, dann wird man auch süchtig wahrscheinlich so. Also man erlebt sich halt ja auch. Wie siehst du das denn? Wir reden ja an einem Tag, an dem in Malta einige Innenminister der Europäischen Union überlegen, wie sie dieses elendige Schachere, wer nimmt die Flüchtlinge auf, wenn sie mal von einem Hilfsschiff gerettet sind im Mittelmeer, beenden wollen. Und der deutsche Seehofer, sehr skeptisch gegenüber den vielen Flüchtlingen lange Zeit, hat den Vorschlag gemacht, Deutschland nimmt 5/4, der gerettet wird, jetzt auf. Ja. Ist das ein Fortschritt gegenüber dem Absaufen lassen, das wir bisher erlebt haben, oder dem ewigen Geschachere, eher lassen wir die ertrinken, als dass wir sie aufnehmen in Europa? Wie siehst du das? Also, würde Ruppert das gut finden, was heute in Malta beschlossen werden soll? Wir haben ja noch nicht den Beschluss. Also da will ich jetzt, bin ich als Sohn erstmal überfordert, mir zu überlegen, was mein kluger Papa gesagt hätte, wenn oder sowas. Ich weiß aber, dass der Ruppert, dass den diese ganze Situation natürlich sehr bedrückt hat. Dass der auch nicht. Wir haben mal so ein Flüchtlingsheim besucht oder sowas und da hat er ganz neugierig auch nachgefragt. Also es gibt ja auch eine wahnsinnige Anziehungskraft. Ja? Also das kann man nur auch nicht verhehlen. Wenn du hier hinkommst und sowas, dann kriegst du Sozialhilfe, Kindergeld und sowas. Das sind ja auch alles, ich will auch einen Beruf jetzt Hilft haben. Hilft den Leuten, ganz also einfach. So, ist eine Hilfe, Aber das andere ist natürlich, ersaufen dürfen die nicht oder sowas. Also, das ist nun mal heilig. Da hat der Heinrich Böll ihm ja auch in alle Poesiealben der Welt reindiktiert, dass man, wenn jemand vor einem ertrinkt, kann man nicht fragen, warum sind sie in diese Lage gekommen. So, weil wenn sie vielleicht nur einen schöneren Kühlschrank haben wollten, dann lasse ich sie jetzt ersaufen oder sowas. Das kann man dann nachher fragen oder sowas. Also
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, erstmal ist das gut. Wir können, also ist ja nicht so auszuhalten. Ja? Also dieser Rebell der Humanität, Rupert Neudig, dieser Rebell der Nächstenliebe, wie er auch oft genannt wird, war ja kein Sozialromantiker. Der hat ja auch gefordert. Also der hat gesagt, wenn Flüchtlinge, wenn wir die retten, wenn wir die integrieren hier, dann müssen die erstmal richtig Deutsch lernen. Und die müssen arbeiten, sie sollen arbeiten. Leider dürfen sie oft nicht. Ich habe viele kennengelernt, die gar nicht dürfen. Also Rupert hat mir erzählt, es gäbe in Berlin ein Flüchtlingsheim, in dem es den Frauen verboten ist, selbst zu kochen, weil deutsche Firmen nur kochen dürfen. Oder Frauen verboten ist, die Toilette zu putzen. Das muss eine deutsche Firma machen. Also da war überhaupt kein Sozialromantiker. Oder oft gesagt, wer sich hier nicht anpasst, ihr seid zu uns gekommen, nicht wir zu euch, der soll wieder nach Hause gehen. Oder eben gerade Sozialromantiker, weil was ist denn sozial? Ist denn sozial, wenn man hier hinkommt, eigentlich tatkräftig sein könnte und dann soll man nicht für sich selber kochen? Oder dann soll man und dann erlebt man, dass man damit irgendwie durchkommt oder sowas. Ja. Also das ist auch nicht gut. So. Also ich glaube, es ist auch, dafür wollte der Rupert hat auch, wenn dann Vietnamesen kamen und Danke sagen wollten, dann hat er das fröhlich ertragen. Aber dann wollte der auch sagen, da war doch diese Geschichte so und so, was habt denn ihr da gemacht oder sowas. Der wollte, dass die Leute bewegt sind. Also ich habe bei allen Treffen der Vietnamesen immer wieder erlebt, dass sie gesammelt haben für andere Flüchtlinge. Das fand ich wieder sehr eindrucksvoll. Ja, und das hat der Rupert aber bestimmt den auch verklickert, dass man nicht dann zufrieden ist oder sowas. Also, aber ich bin überfordert zu sagen, wie der diese Großwetterlage gesehen hat. Und ich bin selber auch da haltlos oder sowas. Er hat ja kein Schiff für Afrika organisiert. Ein Schiff für Vietnam vor 40 Jahren, aber jetzt in den letzten Jahren kein Schiff für Afrika. Ich habe ihn mal gefragt, warum er das nicht macht. Und das läge doch jetzt auf der Hand. Und er hat gesagt, er ist nicht sicher, ob die deutsche Gesellschaft heute so hilfsbereit wäre, wie sie es vor 40 Jahren noch gewesen ist. Und er sagt, das ist eine ganz andere Kultur. Die Menschen sehen schon ganz anders aus. Er wisse nicht, ob die heute so willkommen geheißen würden, wie damals die Boat People. Da kann was dran sein. Und es sind ja auch andere Zahlen. Also das stimmt natürlich. Ja auch. Also aber ich weiß jetzt eben, ich kann die Frage nicht in Rupperts Sinne beantworten. Und ich kenne mich auch nicht gut genug aus. Ich bin sehr beeindruckt von dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Franz Josef Radermacher. Da habe ich mir ein paar Vorträge auf YouTube angeguckt. Also jeder, der hier gerade zuguckt, kann mal bei YouTube Franz Josef Radermacher eingeben. Ich finde den sehr, ich glaube, der ist sogar Mathematikprofessor in Ulm oder sowas. Also das ist jemand, der... Er ist Naturwissenschaftler. Naturwissenschaftler, der sehr unbestechlich auch die Daten dann auch sich anguckt. Und der sagt zum Beispiel, was ist die Lösung, wenn wir der Sache ins Auge kommen, wir brauchen eine Weltregierung. Und bei einem Vortrag sagt er am Ende, also ich will jetzt auch nicht ihn falsch zitieren, aber ich glaube, er sagt, wir müssen auch mal vielleicht über die Eigentumsverhältnisse nachdenken oder sowas. Ja, natürlich. So, ja. Und vielleicht, ich bin 45, du bist, glaube ich, 58 oder sowas. Also, 42. 42, genau. Jetzt kann ich ja dem Jüngeren mal erklären. Wir in unserer Generation müssen vielleicht auch mal den Arsch haben, dann sowas auch mal wieder zu denken und nicht so, also nicht sofort immer so den Utopiestempel da drauf und das klappt ja eh nicht oder sowas. Fakt ist ja wohl, dass die Probleme so global sind, dass wir offensichtlich mit dem Menschen, der 20.000 Kilometer entfernt ist, ziemlich viel zu tun haben. Also würde sich doch eine gemeinsame Bürgermeisterin für diese Weltbürger, also das ist ja nicht nur eine Schwachsinnsidee, sondern wenn man wie Herr Radermacher als Naturwissenschaftler sich die Probleme anguckt, ist das die Lösung so, ja? Wir brauchen eine Weltregierung. Offensichtlich, ja, vielleicht. Über die UNO, und die muss auch gewählt werden, die muss demokratisch legitimiert werden, vielleicht auch ein Weltparlament. Die UNO ist ja so etwas Ähnliches, aber wie man weiß, ziemlich zahnlos. Ja, mit Exekutive, genau. Obwohl die Gefahr besteht, dass du wieder sagst, du bist politisch überfordert, trotzdem eine ganz politische Schlussfrage. Ja. Der Dalai Lama hat mal gesagt, also es ist ja toll, dass Angela Merkel und die Deutschen 2015 eine Million hier aufgenommen haben. Eine Million einmal, das geht. Aber jedes Jahr eine Million, sagt der Dalai Lama, der auch ein sehr großes Herz hat und Menschenfreund, großer Menschenfreund und Humanist ist, jedes Jahr eine Million, da wäre auch die deutsche, reiche deutsche Gesellschaft überfordert. Siehst du das ähnlich? Ist das realistisch?
Wenn man sagt, alle können wir nicht aufnehmen? Naja, aber also ich meine, dafür muss ich kein Naturwissenschaftler sein. Natürlich können wir nicht alle aufnehmen. Also allein. In dem kleinen Deutschland. Ja, ja. Was weiß ich. Also die also und aber die andere Frage ist, wer ist denn wir? Also so, das ist ja so eine komische Zeit, in der wir gerade plötzlich Hinz und Kunz und ich selber auch plötzlich anfangen zu überlegen, wer sind denn wir? Also wenn wir die Frage stellen, wer hat eigentlich den Computer erfunden oder sowas, dann sagen wir sofort, naja, das waren wahrscheinlich viele Menschen aus aller Herren Länder, die einen klugen Kopf hatten und am Ende hatten wir einen Computer. Da denken wir, also so, oder wenn wir über Essen reden zum Beispiel, ich habe immer darauf gewartet, dass mir mal jemand erklärt, warum er bestimmte Sachen nicht isst, weil die aus anderen Ländern kommen, ja? Mhm. Also diese scheiß Pizza und dieses ätzende Essen beim Äthiopier oder sowas. Aber wenn es um Kulinarisches geht, sind die Leute komischerweise ganz weltoffen, ja? Weil das so gut schmeckt. So. Und ich will und kann die Frage auch nicht beantworten, ehrlich gesagt, wer wir sind. Also und diese Worte Multikulti sind ja auch so seltsam abgedroschen, ja, und sind auch manchmal als Worte auch wieder blöd. Also so, also deshalb vielleicht nicht die Klappe halten. Ja, der Rupert hat auch nicht die Klappe gehalten, aber man muss eben das Gerede unterfüttern durch Erlebnisse, die man tut und macht, ja. Und guten Willens ist. Und sauer ist auf den, der da keinen Bock hat mitzumachen beim guten Willen oder so. Also vielleicht ist das die Lösung, ich weiß nicht. Aber und mit Herrn Rademacher daran arbeiten, dass wir eine Weltregierung kriegen oder sowas. Lieber Marcel Neudeck, ich danke dir sehr, dass du sozusagen im Namen deiner Familie auch und ganz im Sinne deines Vaters uns nochmal erklärt hast, wie es möglich war, dass mit Hilfe von Fernsehzuschauern, von Menschen, die sehr ausländerfreundlich sind, in Deutschland waren und wahrscheinlich auch noch sind. Also bitte, die Willkommenskultur war ja auch etwas ganz Tolles vor 4 Jahren. Ja. Es ist ja nicht so, dass alle Deutschen ausländerfeindlich wären. Der Rupert hat immer gesagt, die Leute haben mir das Geld gegeben, also habe ich einen Auftrag. Und dann will ich nicht allein glücklich sein. Das passt alles gut zusammen. Danke, dass du uns das nochmal verdeutlicht hast. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, die gerade in dieser Zeit wahrscheinlich, wo es wieder einen beginnenden Nationalismus, Neonationalismus, zum Teil auch Ausländerfeindlichkeiten der deutschen Gesellschaft gibt, doch ganz wichtig war und viele Anstöße gab. Danke für Ihr Interesse. Danke, lieber Marcel Neudeck. Diese Sendung wird unterstützt von Jürgen Bauer, Jörg Begler, Jürgen Kroll von ecofiesta.de, Reinhold Schneider, Steffen Taft, dem Sonnendoktor, Stefan Philipp vom Verein zur Förderung erneuerbarer Energie Sonnenwende Augsburg Süd e.V., Daniel Münnemann, Guido Michael und Ludger Konrad Albers. Vielen Dank dafür!